Flugzeuge sind, russische Flugzeuge. Und wir dürfen in den Hangar 500 Leute reinlassen. Der ist 27 Meter lang und irgendwie 13 Meter breit. Kann sich jeder ausrechnen. Und irgendwie fast 7 Meter hoch. Wir haben überlegt, was man an neuen Partyformaten in Norwegen anbieten könnte. Und da haben wir gedacht, passend zu dem russischen Hangar ist natürlich eine Russendisco. Und da Wladimir Kamina die Russendisco berühmt gemacht hat in Berlin, haben wir gedacht, das wenn dann mit ihm. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe die trashigsten Hits aus dem Imperium des Bösen. Der Mann ist unglaublich. Der kam zu mir und sagte, ja, Wladimir, du siehst ja, wir sind ein bisschen verrückt. Ja, ich habe jetzt so einen Hangar gemietet, da standen Militärflugzeuge früher, die russischen. Überhaupt hat Norupin so eine russische Geschichte. Und da wollen wir dich einladen mit Russendisco. Dann ist er nach Bayern gefahren, hat ein dazu zu dieser Veranstaltung passendes Fahrzeug gekauft bei irgendeinem Russen in Bayern. So, also diesen UAS, glaube ich, diesen grünen Bus, ja. mit Bänken. Ist mit diesem Bus und mit seinen Freunden zu mir in den Garten gekommen. Und wir drehen jetzt ein Video. Zack, über Nacht war diese Disco ausverkauft. Anscheinend haben die Neuropiner und Menschen in der Umgebung eine Vorliebe für Russen und russische Kultur. Thank you.